Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge zeige ich euch, wie man ein Bild auf den Bildschirm bringt oder auf die Canvas bringt. So. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Ich definiere mir ein neues Bild, eine Variable oder ein Objekt mit einem neuen Bild. So. Da sind eine ganze Menge Methoden drin oder auch Variablen drin. Und eine dieser Variablen ist eben dieses Punkt src. Und da übergebe ich den Ort, wo das Bild steht, und dann wird das auch automatisch heruntergeladen. Hier kann ich eine HTTP-Adresse, also irgendwas im Internet, angeben als Bild, oder ich kann ein Bild von meiner Festplatte runterholen. Und wenn wir das gemacht haben, dann zeichnen wir das mit dem Befehl drawImage. Dann wird das Bild übergeben und x und y bezeichnen die linke obere Ecke. So, wir werden gleich noch einen weiteren Befehl kennenlernen, weil diese Methode jetzt so einfach problematisch ist, aber das zeige ich euch jetzt lieber erstmal an dem Beispiel. So, wir haben uns eine leere Zeichenfläche wieder geholt und jetzt holen wir uns als erstes unser Bild. So. Dann Bild.src ist gleich, und hier nehme ich mal meinen Einkaufswagen. Ich kann das jetzt so kurz fassen, weil der Einkaufswagen im gleichen Ordner steht wie hier meine HTML-Datei. So, und das heißt, er sucht dann auch nur in diesem Ordner. Sobald ich einen Pfadnamen angebe, muss hier natürlich auch der Pfadname drinstehen. Der findet das nicht automatisch, und bei wenn wir das irgendwo aus dem Netz herausholen, muss hier natürlich eine URL auch angegeben werden. So, aber jetzt habe ich es erstmal mein Bild im Ordner stehen. Das mache ich natürlich, weil es so schön kurz ist, weil ich mich dann um nichts anderes kümmern muss. Ich gebe einfach den Namen ein und dann lädt er das. So, und jetzt gehe ich vom Zeichenkontext aus, Draw Image, übergebe das Bild und sage, das muss bei 50-50 stehen. Fertig. So. Und wir werden gleich weiterhin nichts sehen. Warum? Weil das Bild noch nicht geladen worden ist. Der versucht das zu zeichnen, und da ist dann JavaScript so schnell, dass der eben schon zu zeichnen anfängt, bevor das Bild überhaupt in dem Objekt drin ist. Und in dem Moment zeichnet er gar nichts. So. Das heißt, ich muss jetzt meinem JavaScript sagen, zeichne das Bild erst, wenn es geladen worden ist. Und das könnte jetzt schwierig sein, ist es aber gar nicht. Es gibt nämlich dazu einen schicken kleinen Befehl. Der sitzt, ist direkt dem Bild mitgegeben worden und macht natürlich Sinn, weil manche Internetverbindungen langsam sind und man da echt warten muss, bis so ein Bild, was ja eine große Datenmenge ist, ganz anders als eine HTML-Datei, und diese große Datenmenge, bis sie geladen worden ist. Und dann, sobald das geladen worden ist, kann man Folgendes machen, oder man definiert, wenn es geladen worden ist, Folgendes. Bild.onload, also in dem Moment, in dem es geladen worden ist, und jetzt soll der mir eine Funktion ausführen, der gebe ich keinen Namen. So, also falls ihr das euch damit noch nicht beschäftigt habt, es gibt namenlose Funktionen in JavaScript. So. Und in diese namenlose Funktion schreibe ich jetzt einfach hinein Brett.drawImage. Das heißt, in dem Moment, in dem er es vollständig geladen hat, zeichnet er mir das Bild. So. Und damit habe ich das Problem gelöst. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich mich nicht vertippt habe. Dafür bin ich nämlich gerade im Moment sehr anfällig. Nein, ich habe mich nicht vertippt. Ich habe hier meinen kleinen Einkaufswagen drin. So, und jetzt können wir ihn sehen. Das heißt, wir dürfen diese Onload-Funktion nicht vergessen. So, ich mache jetzt nochmal etwas größeres Bild rein. Applications hatte ich, so dass ihr das auch nochmal gut seht. So. Das ist jetzt ein etwas größeres Bild. Und so bringe ich Bilder in meinen Browser hinein auf die Canvas. Gut, das war's in diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und werden uns noch weitere Möglichkeiten anschauen, um Bilder auf die Canvas zu bringen. Bis dann!